Hallo und willkommen zu meinem Video über meine erweiterte CFD- und Forkstrategie. In den letzten Videos habe ich gezeigt, wie man mit Hilfe von Trendlinien und dem Fibonacci und in dem Fall der Stochastik recht gut Forex und CFDs handeln kann, also den Einstieg, den Stop-Loss und den Take-Profit bestimmen kann. Heute werde ich zeigen, wie man das Ganze mit anderen Mitteln auch tun kann. Der Sinn der ganzen Geschichte ist, ich halte es für besser, dass man sich seine eigene Strategie nach und nach zusammenstellt, nicht ganz neu erfindet unbedingt, aber eine gute Strategie nimmt und die für sich anpasst. Aus diesem Grund möchte ich ein bisschen die Funktionsweise der Strategie und die Funktion der einzelnen Teile der Strategie erklären. So. Schauen wir erstmal hier Euro, Japanische Yen. Wie wir sehen, habe ich hier jetzt drei kleine Durchschnitte hinzugefügt. Das ist eine Variante, um das Zeichen von Trendlinien zu sparen. Wenn man sich den gelben ansieht, dann ist in der Trendlinie ziemlich ähnlich. Wenn ich hier eine Trendlinie zeichnen würde, würde ich die so zeichnen. Also entweder hier oder hier. Je nachdem zu welchem Zeitpunkt. Da ist, wie gesagt, der hier gar nicht unähnlich. Also wie gesagt, die Zeichenarbeit lässt sich mit den leitenden Durchschnitten recht gut vereinfachen. Eine andere Variante ist, wer sich beim Zeichnen unsicher ist, die Fraktals hinzuzufügen. Macht die mal rot. Haben wir lauter so rote Dreiecke. Wenn man die miteinander verbindet, erhält man auch ganz gute Trendlinien für gewöhnlich. Das ist also für Leute, denen das Zeichen schwerfällt. Ich persönlich bevorzuge die Methode mit dem gleitenden Durchschnitt. Ich habe hier jetzt drei Stück. Der hier gibt mir den oberen Trend an. Also das Ideale ist, wenn der Preis sich oberhalb dem blauen befindet, dem 200er, nur Long Trades, also Trades nach oben zu handeln. Wenn er sich unterhalb des blauen befindet, nur Trades nach unten. Außerdem, wie gesagt, auf dem Abprallen warten. Hier zum Beispiel, wenn wir uns den Punkt angucken, hat der Preis kurz die Linie berührt, beziehungsweise ist kurz drüber getreten. Zum gleichen Zeitpunkt gab es dann kurz danach wahrscheinlich genau eine Kreuzung hier unten in der Stochastik. Das wäre zum Beispiel ein schöner Trade-Einstieg gewesen für die CFD-Strategie. Kommen wir dann nochmal kurz zum Bestimmen eines Stop-Loss-Punktes. Hier können wir zum einen auch die letzten Fraktale nehmen, die drunter liegen. Also wenn wir den Trade-Einstieg hier nehmen würden, hier, dann könnten wir hier drunter zum Beispiel den Stop-Loss legen. Wer sicher gehen will, der nimmt den nächst vorhergehenden Tiefpunkt hier zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, den gleitenden Durchschnitt zu nehmen, beziehungsweise den darunter liegenden gleitenden Durchschnitt. Ich habe hier jetzt einen 70er. In der Mitte. Also dann hier den Stop-Loss zu legen. Oder ihn eventuell sogar mitzuziehen. Also mit der Zeit hier nachzuziehen. Das geht auch. Ich persönlich bevorzuge wieder, wie gesagt, das Fibonacci. Wenn das hier die letzte Trendbewegung ist, halt, dann setze ich meinen Stop-Loss meistens bei der 50 oder eventuell bei der 61. Hier zum Beispiel. Wobei die 61 schon wieder dem 70er gleitenden Durchschnitt gleichkommt. Kommen wir noch zum Bestimmen eines alternativen Take-Profit. Dazu kann man einen Trendkanal zeichnen. Dafür verbinden wir die markanten Tops. So. Und die Tiefpunkte.
Tiefpunkte haben wir schon durch leitenden Durchschnitt im Grunde. Dann könnten wir hier anhand dieser Linie und einer zeitlichen Einschätzung, wie lange der Preis braucht, bis er da ankommt, auch einen Take-Profit festlegen. Wie gesagt, ich bin dafür, dass man sich selbst die Strategie zusammenstellt. Insgesamt handelt es sich hierbei um eine Trendfolgestrategie, die vor allem Markttechnik mit einbezieht. Das ist das Besondere letzten Endes, dass man sich nicht komplett auf Indikatoren verlässt, sondern im Grunde nutze ich Indikatoren nur, um die Markttechnik nochmal zu bestätigen. Anstelle des Stochastik, den ich zur Bestätigung nutze. Wie gesagt, eine Kreuzung im Stochastik zusammen mit dem Berühren der Trendlinie. Die Kreuzung in der Stochastik ist die Bestätigung. Als Alternative zum Stochastik kann man zum Beispiel das Trendmeter nehmen oder ein MACD. Hier, ich glaube, in meinem sieht man schöner. Ja. Hier beim Bruch dieser Linie, die kommt etwa mit der gleich. Je nach Einstellung ist das MACD ein bisschen langsamer. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, gar keine Indikatoren zu nutzen, sondern einfach auf den nächsten Bruch zu warten. Also wenn hier die Kreuzung kommt, also beziehungsweise wenn hier abprallen und er hier durchschlägt, dann handeln wir erst, wenn die Kerze zu Ende ist und die nächste Kerze dieses Level nach oben bricht, zum Beispiel. Das kann allerdings, wie man hier sieht, ganz schön den Gewinn reduzieren. Letzten Endes kann man dafür fast jeden Oszillator nutzen, mit der richtigen Einstellung und eventuell noch einem integrierten leitenden Durchschnitt, dass man auch eine Kreuzung hinkriegt, zum Beispiel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen noch ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert und wo die einzelnen Funktionen der einzelnen Teile liegen. Falls Sie Fragen haben, dann kommentieren Sie einfach unter dem Video. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.